Und das Interessante ist, in dem im Chatlogs sagt auch Manning, dass man Assange kontaktieren könnte über den Chaos Computer Club, irgend so einen gewisse Kanäle. Ist auch sehr, sehr interessant. Hinsichtlich Ermittlungen. Und er sagte dann, ja, bin mit Assange ständig im Gespräch und er gab mir einen speziellen Zugang, hieß es, von Lamo, wo er dann Material hochladen konnte an Assange direkt und so weiter und so fort. Und das wird halt eben für Assange der Sargnagel sein, juristisch, wenn diese Verbindung nachgewiesen werden kann. Und Assange sagt jetzt, ich kenne Manning nicht. Ich habe ihn vorher nie gesprochen, vor seiner Verhaftung. Ich habe es von seinem Namen erfahren. Er hätte alles anonym geschickt und ich wusste nicht, wer er ist, wer die Quelle ist. Und Mannings Verteidigung wird vielleicht sagen, der junge Mann war völlig durch den Wind und der ältere Assange ist ja fast 40, hätte diesen jungen Soldaten manipuliert und hätte ihm, weiß Gott, was angeboten, Sicherheit zugesagt und vielleicht sogar Geld zugesagt. Weite Teile der Chatlogs sind ja unter Verschluss. WikiLeaks Insider meinten, unter anderem eben auch Manning hätte sich Geld erhofft von dem Leak. Und so könnte die Verteidigung vorgehen. Ist halt eben noch unklar, welchen Schutz Assange genießt. Er ist ja kompromittiert eigentlich seit den frühen 90ern. Seitdem er leicht, also mit einem blauen Auge davon kam, wegen, was ich, 10, 20, 30 Anklagen des Hackings. Hier schreibt wäre es möglich, DVDs wie zum Beispiel Fall of the Republic über den Infokriegshop zu kaufen und dann über eine Videothek auszuleihen? Wie sieht das aus mit den Rechten? Gute Frage. Andy aus Berlin fragt, hallo Alex, kannst du mir etwas über die Drückerkolonnen sagen? Gehören sie auch zum Establishment? Diese Abo-Abzocker mit mafiösen Strukturen? Also da kann ich empfehlen, wahrscheinlich die Werke von Jürgen Roth, er ist Mafia-Experte, Experte für das organisierte Verbrechen und er erklärt halt eben, dass es gibt einige Freelancer, also es gibt diese Freelancer, die jetzt keiner großen Organisation angehören, keiner größeren Mafia-Gruppe und die auch erfolgreich sind mit einer solchen Art von Verbrechen. Aber je organisierter und besser, umso mehr gibt es halt eben dann diese Verbindung zwischen Politik, Nachrichtendiensten und Mafia. Hier schreibt, wie ist deine persönliche Meinung zu Assange? Ist er eher gefährlich oder neuer Messias? Am Anfang soll er fleißig für die Wahrheit gearbeitet haben, dann veruntreut er, glaube ich, Geld. Da. Naja, ich glaube, dass wenn unsere Berichterstattung verfolgt, ich denke, dann wird klar, wie komplex der WikiLeaks-Fall ist. Und diese gesamte Agenda der Cyberkriegsführung. Ich meine, nicht umsonst hat man ein neues Cyber-Command geschaffen im Pentagon. Und das Ganze gilt weltweit. Man möchte Full Spectrum Dominance. Und man sagt ja, die Chinesen haben uns angegriffen. Das kam ja auch in diesen WikiLeaks-Enthüllungen raus. Also mehr oder weniger das US-Außenministerium. Ich meine, das US-Außenministerium kommuniziert mit seinen Botschaftern und auf einem niedrigen Niveau. Also nicht mal Top Secret. Und man schickt halt Botschaften hin und her, Nachrichten hin und her und da heißt es halt, ja, also was wir jetzt gehört haben, die Chinesen haben diese große Cyber-Online-Attacke gefahren gegen die Vereinigten Staaten. WikiLeaks werden diese Botschaftsdepeschen zugespielt. WikiLeaks geht damit zu den Establishment-Medien. Die Establishment-Medien veröffentlichen die Depeschen und es heißt bestätigt. China hat anscheinend wirklich den Westen angegriffen mit Cyberattacken. Dabei ist das nur Propaganda wahrscheinlich des US-Außenministeriums. Und ich meine,
Freedom House, diese Skull and Bones Menschenrechtsorganisation, der Anführer ist nicht nur Skull and Bones, CIA und sonst was, sondern war auch mehr oder weniger der Rechtsberater fürs US-Außenministerium. Und an Freedom House wandte sich Assange wegen Geld und Ratschlägen. Weil er ja Kriege beenden möchte. Also ich meine, es ist einfach nur verrückt, welche Verbindungen hier auftreten. Und dann heißt es, ja, die Chinesen haben uns angegriffen, wir brauchen Cyber Command. Wir müssen 30.000 Leute ausbilden mit Steuergeldern, damit wir jede Seite abschießen können, die wir wollen, damit wir überall einbrechen können in Systeme. Und wir hören ständig, oh, die Deutsche Telekom kooperiert seit Ewigkeiten mit dem Bundesnachrichtendienst. Oh, Siemens, derjenige, der den Stuxnet-Virus geschrieben hat, der im Iran das Nuklearprogramm lahmlegt, also das, was sie dort haben. Stuxnet nützt den Amerikanern, den Israelis, und Experten sagten, jemand wahrscheinlich mit großem Wissen über Siemens-Technik hat mitgewirkt an dem Virus. Und es kam raus, Siemens war lange Zeit Hauptlieferant für Spionagetechnik, Hauptlieferant für den BND und so weiter und so fort. Siemens verkauft Telefonanlagen ins Ausland, 1 plus 1 ist 2. Und es heißt es, wir brauchen das alles wegen den bösen chinesischen Hackern. Dabei, wie gesagt, Wayne Madsen und seine Quellen aus den Geheimdiensten sagen, es war eher eine False Flag. Das Ganze war ja groß in der Presse. Er sagt, chinesische Dissidenten zusammen mit der CIA und auch zusammen mit WikiLeaks-Leuten hätten diese Viren verbreitet, diese Viren ausgeschickt in chinesische Computersysteme. Und diese Viren hätten sich breit gemacht, ein Botnet gebildet, und über dieses Botnet wären dann Angriffe gekommen gegen den Westen. Und unter falscher Flagge, es sieht aus, als hätte China angegriffen, dabei war das gar nicht der Fall. Wenn wir interpolieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit von einer solchen Attacke sehr, sehr hoch. Und man kann sicherlich viele Dissidenten rekrutieren und sagen, hey, ihr kennt das chinesische grausame System, wir sind die CIA, wir helfen euch, wir attackieren die Chinesen, wir lassen sie schlecht aussehen. Wir führen eine Operation unter falscher Flagge durch und dann kriegen wir mehr Geld für Cyberwarfare und wir können uns besser wehren gegen China. Und so läuft das Ganze. In der Presse, also der Fachpresse, Leute, die sich, wie gesagt, 10 Millionen Mal besser auskennen über die Details in der Technik als ich, sagen, hey, da gibt es diese Megabotnetze, die wachsen und wachsen und wachsen und die sind so gut programmiert. Das kennt man gar nicht von normalen Hackern, sondern da muss eine Regierung dahinter stecken oder ein Geheimdienst. Und dieses Ding wächst und wächst und wächst und verbreitet sich, aber es kam noch nie wirklich groß zum Einsatz. Und es gab auch schon Leute, die gesagt haben, diese Megabotnetze, diese Mega-Tsunami-Waffen im Cyberkrieg werden vorbereitet und verbessert und kommen dann zu einem gewünschten Zeitpunkt zum Einsatz. Also es ist unglaublich. Und wenn wir uns überlegen, Skull and Bones, diese ganzen Leute waren immer, hatten immer das Interesse an der Dialektik. Also man schafft das Problem, man schürt die eine Seite des Konfliktes, dann predigt man die andere Seite des Konfliktes und die Synthese ist das, was man eigentlich wollte. Erinnern wir uns. Einer der Gründe, oder eigentlich, naja, mindestens einer der Gründer von Skull and Bones, Russell, ich weiß nicht, war es Russell oder Taft, ich glaube es war Russell, war damals einer der florierendsten Drogenhändler, glaube ich Opiumhändler, die es gab. Da gab es dieses interessante Interview auf Fox News, wo jemand erzählt hat über Skull and Bones, das war glaube ich bei der Wahl 2004, Präsidentschaftswahl, George W. Bush trat an gegen John Kerry, beides sind Skull and Bones, beides sind sogar verwandt, und der Interviewgast sagte auf Fox News,
Naja, Skull and Bones wurde gegründet im Jahr so und so von William Huntington Russell und einem der Tafts, und die beiden waren total im Drogenhandel involviert, fast die größten Drogenhändler ihrer Zeit. Und irgendwie der Sender würgte den Interviewgast dann ziemlich schnell ab. Also von Anfang an war man beteiligt in dem Establishment, auch mit dem britischen Königshaus, sind ja eigentlich Deutsche. War man beteiligt am Drogenhandel, irgendwann machte man die Drogen illegal durch Lobbying, man verdiente mehr Geld mit illegalem Handel, man kontrollierte das Ganze, die British East India Corporation, die Opiumkriege und so weiter und so fort. In den letzten Jahrzehnten sahen wir, wie die CIA durch Afghanistan, durch den anderen Ländern, im Balkan, überall, wo man die Kontrolle etabliert hat, überall bringt man die Drogen in den Westen, liefert sie an Mafia-Kontakte, und die Mafia, über die Mafia versickert das dann, verbreitet sich dann über verschiedenste Dealer-Kanäle bis hinunter zum Konsumenten. Und wenn der normale Bürger als Konsument geschnappt wird mit Kokain oder anderen Substanzen, dann hagelt es dramatische Strafen. In USA platzen die Gefängnisse, ist ein Riesenbusiness. Diese Leute sind wie moderne Zwangsarbeiter, die modernen Sklaven arbeiten für 50 Cent die Stunde, und man kann politisches Kapital draus schlagen. Die CIA, eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist ja die Drogenbekämpfung, und George Herbert Walker Bush, also George Bush Senior, war ja Skull and Bones, CIA-Direktor, US-Präsident, und ihm wird ja auch florierender Handel unterstellt, von verschiedenen Seiten. Vertrauenswürdigen Quellen. Eine Riesenaktion, die CIA handelt mit Drogen und im richtig großen Stil, attackiert ihre Konkurrenz, Freelancer, und hat Deals mit den ganzen Kartellen in Kolumbien und so weiter und so fort. Die CIA kontrolliert den Drogenhandel größtenteils, und gleichzeitig kriegt man Budgets für mehr und mehr und mehr Einsatztruppen. Weil man muss ja die bösen Drogen bekämpfen. Also so funktioniert das Ganze. Man kontrolliert beide Seiten. Und in diesem Informationskrieg, wie gesagt, alles deutet darauf hin, dass die einschlägigen Player, jetzt auch alle Schachfiguren kontrollieren wollen in diesem Cyberkrieg. Unter anderem auch Julian Assange und WikiLeaks. Hier schreibt Max: Hallo Alex, klasse Sendung. Seit einigen Tagen laufen immer wieder aufs neue Löschanträge über Daniel Domscheit-Bergs Enthüllungsplattform Open Leaks. Wollte ich dir nur sagen, naja, man wird auch, wie gesagt, ich traue auch einem Daniel Domscheit-Berg nicht. Ich meine, was für einen Grund hätte ich dazu? Dazu ist das Ganze viel zu undurchsichtig, seine eigene Rolle. Ich glaube, Wayne Madsen wirft ihm vor, von einem Politiker E-Mails gestohlen zu haben, um die Wahlen zu sabotieren und so weiter und so fort. Und wir werden auch sehen, ich meine, Daniel Domscheit-Berg trommelt die PR-Trommel, natürlich in Forbes Magazine, er kriegt überall den roten Teppich ausgelegt. Ich meine, er veröffentlicht sein Buch Anfang des Jahres. Ich meine, es ist nichts verkehrt dran, ein Buch zu veröffentlichen, verstehe mich nicht falsch. Was mich nur beunruhigt, sind eben die Statements. Ja, wir haben bei OpenLeaks Partnerschaft erstmal mit 5 Zeitungen auf der ganzen Welt, und dann Partnerschaften mit NGOs und Gewerkschaften, und in dem ganzen Kontext fließt Geld, und sind es die einschlägigen Zeitungen, Spiegel, New York Times und und. Und nicht zu vergessen, Daniel Domscheit-Bergs Frau arbeitet für Microsoft Deutschland als Vermittler, als Mittelsmann zwischen deutscher Regierung und dem Konzern Microsoft. Wie ich ja gesagt habe, Microsoft und IBM hängen zusammen. Diese beiden Konzerne sind eingegliedert wie kaum irgendwelche anderen Konzerne in diesen NSA-Mega-Apparat, was man auch in diesem Buch nachlesen kann, von James Bamford. Aber ich meine, in dem Buch erfährt man viel zu wenig drüber. Diese ganze riesige Mega-Komplex ist wirklich sehr, 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 sehr bizarr. Hier fragt jemand: Kannst du Informationen geben über die arabische Gruppe Muslim Brotherhood, die nach dem Zweiten Weltkrieg von der CIA rekrutiert und finanziert wurde?
um überall im arabischen Raum Terrorgruppen zu gründen. Ich habe gehört,